Hi Leute, ich schulde euch ja noch ein letztes Video, und zwar zu Germany's Next Topmodel und zum finalen Finale. Das läuft jetzt auch gerade auf ProSieben und ich bin fleißig am Gucken. Wir sind jetzt in der ersten Werbepause und ich dachte, ich gebe schon mal kurz Feedback, wie ich die Sendung soweit finde. Also von der Location, wo wir jetzt sind in New York, finde ich es ganz nett, halt sehr gemütlich. Viel davon hat man ja jetzt noch nicht gesehen, aber das wird wahrscheinlich, denke ich, noch kommen. Jetzt ist gerade dieser Rückblick auf den Donnerstag von vor 2 Wochen und ich finde es gut, dass die im Moment so ein bisschen zeigen, was sie dann für die Sendung geplant hatten und eben all das, was wir nicht sehen konnten, weil dann die Sendung ja abgebrochen wurde. Und das, was man so sieht, ist eigentlich auch ganz cool. Also ich habe mich voll gefreut, dass hier das Gespräch mit den ganzen Gewinnerinnen gezeigt wurde und man ein bisschen gehört hat, was die im Moment so machen und wie das für die weitergegangen ist. Und die Jenny ist ja Mutter geworden, das wusste ich überhaupt nicht. Und ja, das finde ich ganz cool. Ich finde es auch ganz witzig, wie die alle rumrennen. Alle mit so halb gemachten Haaren und gar nicht fertig. Selbst Heidi sieht ein bisschen müde aus, weil der Lidstrich, glaube ich, noch nicht sitzt oder die Mascara auch noch nicht drauf ist. Aber finde ich eigentlich ganz sympathisch so. Und bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Jetzt haben sie halt angefangen mit der Bombe und ich hoffe, sie bauschen es nicht zu weit auf. Aber natürlich müssen sie das auch aufknüpfen und anbringen, weil das ist ja schon ein massiver Eingriff gewesen. Aber ja, soweit gefällt es mir ganz gut. Ich bin jetzt aber mal gespannt, wie es dann vor Ort weitergeht in New York mit den Mädels. Und ja, dann mache ich gleich nochmal weiter und lasst euch wissen, wie ich es dann so fand. Ja, wir sind in der zweiten Werbung. Ich lackiere mir gerade nebenbei die Nägel. Und ja, was hatten wir gerade? Wir hatten gerade den Walk. Und genau, vorher war noch der Beitrag, wie die erfahren haben, dass sie nach New York gehen. Das war ganz nett, aber da muss ich, glaube ich, nichts zu sagen. Der Walk war ganz cool. Ich fand das schön, dass die sich so ein paar Sachen mitnehmen konnten dann und dann nochmal geshootet wurden. So war natürlich nichts Dolles, aber war ganz cool zu sehen. Und was mir wieder aufgefallen ist, ihr wisst, ich bin nicht für Vanessa, aber nochmal, ich versuche wirklich objektiv zu bleiben und ich muss sagen, dass sie mir vom Walk wieder am schlechtesten gefallen hat. Also am besten fand ich diesmal Aisha. Die hat es so richtig cool gemacht. Direkt als sie um die Ecke kam, war das so, boah, die ist voll dabei. Das war richtig cool und ich muss aber sagen, von den Fotos her, wie die da gepostet haben und so, da fand ich Vanessa schon am besten. Also das hat sie gut gemacht, wobei ich Anutida da auch am zweitbesten fand. Vanessa hat das echt gut gemacht, so von den Posen her und das hat mir richtig gut gefallen, nur ihr Walk war halt nicht so gut. Ich fürchte ja, dass es Vanessa wird, weil sie hat ja auch so ein bisschen, ne, mit Heidi, Gladbach und so. Ich weiß ja nicht, ob das was ausmacht, aber so ein bisschen Sympathie ist wahrscheinlich dann doch schon vorgegeben, keine Ahnung. Aber wir müssen uns überraschen lassen. Ich glaube, jetzt in der nächsten Sequenz oder im nächsten Block wird dann schon mal entschieden, wer rausfliegt als nächstes. Ich tippe jetzt mal auf Aisha, weil sie ja eben schon so gesagt haben, oh ja, du hast eine Zukunft und alles super und die Städte werden dich lieben. Und ich denke mal, dass sie sie dann schon mal vorbereiten wollen. Ja, alle finden dich super, aber gewinnen wirst du hier nicht. So denke ich. Also ich denke, Aisha fliegt jetzt raus. Mal gucken, ob ich recht habe. Die erste, die unter die Top 2 gehört, die erste, die sich freuen darf, ist Anutida. Ha! Einer von euch beiden hat jetzt immer noch die Chance, Germany's Next Topmodel 2015 zu werden. Vanessa, ganz klar. Oder? Und eine von euch wird uns jetzt leider verlassen müssen. Aisha. Aisha. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Ey, da habe ich echt ungern recht, ne? Aber... Also gerade ist der Aisha rausgeflogen und hat aber dann nochmal ein Interview gegeben. Und ich glaube, das war nach der Sendung. Und dann hat man im Hintergrund schon gesehen, wie die Mutter von Anutida sich Tränen wegwischt und sie hat nicht gerade glücklich geguckt. Das heißt ja wahrscheinlich, dass Vanessa gewinnt. Behaupte ich jetzt mal. Hat das noch jemand gesehen? So, jetzt stehen sie vorne. Und Vanessa trägt schon das ultra mega krasse Funkelkleid. Und Anutida ist dagegen total nicht funkelnd. Also, ich fürchte... Ich fürchte, Vanessa wird. Ich meine, ich finde sie ja okay. Aber ich finde Anutida eben besser. Okay, wir werden es sehen. Jetzt ist noch Werbung und dann
Dann wird noch lang geredet. Wer wird Germany's Next Topmodel 2015? Anutida oder Vanessa? Anutida oder Vanessa? Anutida oder Vanessa? Wir haben es verstanden, sag es. Okay, das kommt jetzt. Ist es Anutida? Oder ist es Vanessa? Es war so klar. Oh. Bitte kein Kniefall. Bitte mach keinen Kniefall. Das haben sie alle gemacht. Oh nö. Jo, gibt's noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Ich hab's ja irgendwie geahnt. Leider. Was heißt leider? Wie gesagt, es ist ja okay, aber ich habe schon gesagt, ich finde Anu halt besser. Wie findet ihr denn die Gewinnerin? Ich glaube, viele mögen sie auch trotzdem. Sie hat ja bei mir nur so ein bisschen Schaden genommen, weil sie so viel mit Daria rumgehangen hat und die ja so furchtbar war und ja. Aber wie auch immer, es ist entschieden und ich kann es nicht ändern. Und ja, sagt mir, wie ihr es findet, wenn ihr gern gehabt hättet, ob ihr vielleicht auch für Aisha wart, die hätte ich ja auch cool gefunden. Und ansonsten geht es dann nächstes Jahr weiter mit der nächsten Kandidatin und mit neuen Weibern, über die man sich aufregen kann. Yay! Okay, dann noch einen wunderschönen Abend oder wahrscheinlich seht ihr es morgen am Tag für euch und macht's gut. Adieu!